So, da sind wir auch wieder bei Let's Play Final Fantasy, ja. The Legend of Zelda, Oracle of Ephesians. Und ja, diese nette Familie hier, man sieht es, sie sind gerade zu dritt geworden wohl. Ich bin Florian, der Baumexperte. Ich weiß viel über Bäume. Lass mich dir etwas erzählen. Florissa und ich sind vor kurzem Eltern geworden. Ja, wirklich. Sieh dir unseren Sprössling an. Und natürlich. Mein Name ist Florissa. Dies ist mein erstes Kind. Ein gesunder Junge. Aber mir fällt einfach kein Name ein. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Wie würdest du ihn nennen? Na, Florian? Florissa? Da fällt mir nur ein Name ein. Flo! Dein Vorschlag ist Flo? Ja, genau. Ein toller Name. Genauso werde ich ihn nennen. Er scheint ihm zu gefallen. Besuch uns bald wieder, ja? Ja, und Florian und Florissa und wie Flo ist auch so eine Sache, die sich über das komplette Spiel hinauszieht. Holzschild. Ach, 30 Rubine. Okay, du erhältst ein Holzschild. So, und jetzt geht es ab in den ersten Tempel, in den Knorrwald. Knorrwurzel, glaube ich, hieß der. Ich habe nämlich das Schild gehört, falls doch irgendwie was sein sollte. Ich kenne das ja. Da steht man dann ohne Schild da und dann. Level 1, Knorrwurzelhöhle. Die netten Augen, die uns mal wieder beobachten. Schön, gleich direkt am Anfang fehlen. Oh, Geld. Geld ist gut. Wir gehen mal nach links rein, denn hier haben wir nämlich einen Schlüssel. Dieser Schlüssel. Bringe Licht zu den Fackeln. Hierbei bezieht er sich auf den hier im Tempel zu finden Gegenstand. Hier im Dungeon. Ist ja kein Tempel. Spiel im Dungeon. Und die Karte. Kann man hier mit Select auswählen und man sieht auch schon, es gibt nur wirklich nur ein einziges Stockwerk, das fällt jetzt hier alles auseinander. Ach, das sind nur Flaschen. Ja. Schön, das ist auch Gemeinheit. Ist das jetzt, glaube ich, auch neu. Ja. Und hier haben wir jetzt so einen Gäschekern. Dieser Gäschekern, habe ich ja schon erzählt. Den muss man in die Erde reinpflanzen. Den Gäschekern in ein Gaschabit, um diese Arcanum-Kerne zu bekommen. Nehmen wir auch den Kompass. Und ja, eben halt wird aus diesen Kernen dann später Schnitz.
Das heißt, wir können grundsätzlich Bomben tragen. Boom! Ja, jetzt muss ich aufpassen. Keinen Schritt weiter. Ja, wir sind die Moblins, die quasi stärker ausführen für den Motor. Natürlich kein Problem. Und jeder, der diesen Transporter hier kennen, der führt nämlich zum Level-Eingang. Bereits 20 Glutkerne. Was es mit diesen Glutkernen auf sich hat, ist ganz einfach. Und zwar, diesmal haben wir keinen Feuerstab, keine Lampe oder sowas, sondern diese Glutkerne. Wenn man sie
ganz zu Anfang an. Aha! Diese kleinen. Ja, wir nennen sie mal. Flummis. Sind auch nett. Und oh, das war meine Zeit. Ja. Dann sage ich. Beenden wir diesen Part. Blatt jetzt auf B, meldet sich ab. Bis zum nächsten Let's Play.